So, mache ich jetzt noch einen zweiten Retter für die Seite? Eigentlich war einer gerade echt ziemlich erfolgreich, oder? Ich glaube, das passt schon. Ich habe gerade keine Ahnung, welche Tageszeit gerade ist. Ist es Nacht? Ist es Tag? Ist es hell? Wird es jetzt gerade... Was haben wir? Ich weiß es nicht. Komisch ist es. Auf jeden Fall. Wo ist denn der Ritter? Da ist er, aber wahrscheinlich ist er schon voll, oder? Ja. Ich glaube, es wird dunkel. Ja, ich glaube, es wird dunkel. Wir sollten hinter den Mauern bleiben. Genau. Meine ganzen anderen Leute sammeln sich auch schon hinter den Mauern. Wahrscheinlich eine gute Idee. Gib mir nicht so viel Geld. Ich kann nichts damit anfangen. Aufhören. Ah, so viel Geld ins Wasser gefallen. Schade immer. Schade, schade. Komplett vermummt ist bestimmt immer noch verboten, von wegen Schutzmasken und so. Solange du nicht bei der Demonstration bist oder so, kannst du dich komplett vermummen. Wenn du lustig bist. Mach dir einen Winter im Grunde jeder zwangsläufig, wenn es wirklich kalt ist. Nur bei öffentlichen Demonstrationen und so. Ist das, glaube ich, eher nicht gewünscht. Okay. Ich würde sagen, dann starten wir mal die Gegenoffensive hier. Los geht's. Darf noch 20 Zahlen Münzen raus? Nee, der ist wirklich voll. Okay. Dann geht's los. Ach, wisst ihr was? Währenddessen können hier mal die Bäume gefällt werden, finde ich. Das gefällt mir. Gefällte Bäume sind gute Bäume. Je weniger Wald, desto besser. Hier könnten wir ein Türmchen aufstellen, aber vielleicht ist es gar nicht mehr notwendig. Komm her. Irgendwie sagt mir der, ich soll ins Zentrum gehen. Will mich der zum Schiff führen? Glaub schon. Wir gehen jetzt nicht zum Schiff, Geisterfreund. Wir erobern jetzt. Nein, lass mich. Lass mich, Geisterfreund. Wir machen die jetzt kaputt. Die Bäume hier fällen wir auch noch, weil ich größenwahnsinnig bin. Dann bauen wir hier noch ein Türmchen. Ich glaube, unsere ganzen Handwerker werden sterben. Ne, guckt euch das an. Was für eine Baukolonne wir mittlerweile haben. Wir mittlerweile. Da. Nein, wir sind nach vorne. Okay, so. So passt's. Wir dürfen hinhauen. Vielleicht die Münze ein bisschen zu weit nach vorne geworfen. Ich will die so, dass der Ritter die als Lebensenergie sammeln kann jederzeit. Aber gleichzeitig darf ich nicht zu nah ran, so wie jetzt gerade. Manchmal rennt der Hirsch einfach los. Ich will da nicht. Weil ich will die Münzen ja nicht wieder aufsammeln. Bisschen schießen. Zielt doch bitte mal ein bisschen Bogenschützen, wo die überall hinschießen. Überall nur nicht auf das Portal. Ich weiß eh nicht genau, warum das Portal kaputt geht, wenn man mit Pfeil und Bogen drauf schießt. Es ist irgendwie aus Stein und so. Aus Stein und Magie. Oh oh, die Nachtinvasion kommt. Oh oh, jetzt wird's gefährlich. Ritter, du musst jetzt durchhalten. Ich friere so viel ein wie möglich. Aber das wird ein harter Kampf.
Eventuell. Ah, das Einfrieren ist schon ziemlich gut. Das hilft schon echt viel. Der Schutzwall aus Gold und das Einfrieren sind mächtige Verbündete. Solange der Ritter noch steht, können die Bogenschützen schießen. Sehr gut. Ich finde, jetzt könnte das Portal schon langsam kaputt gehen, wenn es mag. Ich hätte nichts dagegen. Ja! Sehr gut. Sehr gut. Hier steht jetzt der kleinste Verteidigungsturm der Welt. Aber solange keine fliegenden Gegner kommen, immer noch sicher. Hey Kerl, der Puddingmark, hallo! Um was geht's eigentlich im Spiel? Wir bauen unser Königreich wieder auf, aber werden ständig verfolgt von der Gier. Und die Gier will uns alles wieder wegnehmen. Und im Endeffekt geht's darum. Hier ist ein Dorf mit Rekruten. Seit wann? Das habe ich irgendwie bei meiner ersten Expedition komplett übersehen. Dann würde es nämlich ziemlich Sinn machen, dass wir die Grenzen hierher verschieben. Irgendwie. Leicht. Das wäre cool, wenn wir hier irgendwo eine gute Position finden, um unsere Grenzen auszuweiten. Und ich spiele das deswegen jetzt aktuell, weil es ein neues Update gab, in dem Bloodstain, Ritual of the Night Figuren eingeführt wurden in Kingdom to Crowns. Als Gaststars sozusagen. Das habe ich mir gedacht, das ist interessant, das gucke ich mir an. Bis jetzt ist es aber ziemlich wie das Standardspiel, muss man schon sagen. Man hat neue Anführer mit neuen Fähigkeiten. Die Skins der Bogenschützen und so weiter sind anders, damit sie zu Bloodstain passen, so ein bisschen vom Stil her. Aber im Großen und Ganzen hat sich nicht viel am Spiel geändert. Bis jetzt. Mal schauen, was noch für Charaktere, Fähigkeiten und Reittiere freigeschaltet werden. Aber da finde ich, weil es gab ja von Anfang an die europäische Mittelalter- und die japanische Mittelalter-Fraktion. Und da fand ich, dass die beiden bis jetzt zumindest stärker voneinander abweichen wie die hier. Die sind sehr stark wie die Mittelalter-Fraktion, die europäische Mittelalter-Fraktion. Nur vielleicht mit ein bisschen mehr Magie oder so. So, jetzt passt mal auf. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht mehr weit in die Richtung und dann kommt der Steg, oder? Und am Steg ist noch ein Portal, das müssen wir dringend kaputt machen. Wenn das kaputt ist, das Portal, können wir nämlich mit dem Schiff jederzeit wieder problemlos hier anlegen. Ansonsten stranden wir nämlich jedes Mal wieder und müssen das Schiff jedes Mal wieder neu reparieren. Es wäre also sinnvoll, dass wir den Steg noch befreien, bevor wir zur nächsten Insel reisen. Dadurch, dass wir jetzt aber ein paar Edelsteine noch in unserem Geldbeutel haben, tendiere ich fast dazu, dass wir nochmal zur ersten Insel zurückreisen, wo wir erstens mit unserer neuen Steinressource die erste Insel noch ein bisschen upgraden können und wir können mit den Edelsteinen eben neue Belohnungen freischalten, die es auf der ersten Insel gibt. Immer erst freischalten kann, wenn man sie nochmal besucht. Oder wir fahren mit unseren Edelsteinen einfach in die dritte Insel, dann können wir da vielleicht die nächste Ressource, Kupfer oder Eisen, freischalten. Ja, gefällt mir gerade besser. Jetzt, wo ich es laut ausspreche, glaube ich, machen wir eher das. Dann können wir immer noch zurück zur ersten Insel und die gleich richtig upgraden. Aber im Grunde warte ich jetzt mal eine Nacht ab und dann geht es wahrscheinlich wieder Richtung Hafen und dann hauen wir die Gier. Investiere mal ganz viel Geld in Bootsteile. Dann kann über Nacht oder während wir quasi angreifen, das Boot schon mal repariert werden. Puh, ganz schön teuer, aber es hat gerade so gereicht. Jetzt haben die was zu tun. Wo ist denn jetzt der Ritter hier? Ein Ritter ist es ja nicht. Er ist ja im Grunde nur so ein Knappe oder sowas. Bis jetzt. Okay, warten wir die Nacht ab. Ich weiß gar nicht, kommt da noch was? Oder nicht? Ich glaube, da kommt heute Nacht gar nichts, oder? Weil wenn da jetzt keiner mehr kommt, starten wir sofort die Invas. Ah, da kommen sie. Gut. Gut, dass ich noch kurz gewartet habe. Das wäre beinahe ins Auge gegangen.
Okay, aber jetzt. Jetzt bin ich leider ziemlich pleite. Das ist schade. Münzen dabei haben mich schon immer eine gute Idee. Kann der Jäger mal, danke, wenigstens das Huhn noch treffen, dass wir wenigstens eine Münze haben. Dann schauen wir mal. Dann hoffen wir. Ach so, das ist der Turm von mir. Ich dachte mir, was sitzt denn da für ein Zwerg in der Wiese? Was willst du denn von mir, Geist? Tutorial, Geist, verschwinde. Nein, ich komme jetzt nicht her. Ich muss hier Geister-Gier kaputt machen. Ein sehr aufdringlicher Tutorial-Geist. Na, zumindest gibt es keine Pop-Up-Menüs oder irgendwie sowas Nerviges. Na Mist, jetzt habe ich keine Münzen mehr, ne? Egal, das wird schon gut gehen. Warum kommen die denn jetzt schon? Wir sind noch gar nicht bereit. Wow, das ist neu, dass das Ding mit Tentakel hauen kann. Glaube ich zumindest. Wäre mir noch nicht aufgefallen. Ach was, da hatte einer von den Bogenschützen noch ein bisschen Gold. Nee, warte, den Edelstein, den würde ich gerne behalten. Okay, jetzt. So passt es. Oh, da kommen echt viele raus. Das gefällt mir aber gar nicht. Einfrieren hilft auch nur so und so viel. Weil die Pfeile, die dann... Ah, das sind zu viele, ey. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Der Ritter ist tot! Nein! Nein! Jetzt kommen sie, jetzt fallen sie über die Bogenschützen her. Zurück! Das ist, glaube ich, schon die Invasionsarmee für heute Nacht. Lauft! Flieht, ihr Narren! Ich werde sie aufhalten, so gut ich kann. Wäre cool, wenn wir wenigstens die Dorfbewohner heil zurückbringen. Schauen wir mal. Weil neue Schilder und Bögen sind schnell gebaut. Das ist nicht das Problem. Aber wenn die zu Dorfbewohnern wären und raus in die Dörfer wandeln und so nervige Sachen, dann wird's nervig. Ich kann die zumindest ein bisschen ausbremsen und denen ein bisschen Zeit verschaffen. Lauft! Wir brauchen definitiv einen zweiten Ritter und viel mehr Bogenschützen, wenn wir das nochmal versuchen wollen. Ja, immerhin kann jetzt unser Außenbogenschütze schon ein bisschen die reduzieren quasi. Lauf doch, Handwerker. Ah, Handwerker hat's erwischt. Ein Laufbürger. Ach, ich kann den nicht mehr retten. Der ist zu lahm, Mensch. Okay. Dann versuche ich, dich zu retten. Nein, das ist der schlechte Zeitpunkt, um mir jetzt Geld zu geben. Dafür haben wir gerade echt keine Zeit. Ah, müsste das sein, dass die den nochmal erwischen jetzt. Okay, geschafft. Hat sie nochmal schnell erwischt natürlich, aber gut. Er holt sich gleich seinen Hammer zurück, perfekt. Immerhin, den haben wir nicht verloren. Oh Mann ey, das war natürlich ein teurer Rückschlag. Ich hoffe, die haben ein bisschen Geld gesammelt währenddessen. Ach, der Tutorial-Kerl will mir nur sagen, dass ich dem Kerl Münzen geben kann für später.
Ja, wie viel soll ich ihm... Ich habe keine mehr. Ich habe keine mehr Tutorial-Geist. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Lass mich. Der Tutorial-Geist ist aufdringlich, ey. Der Original-Synchronsprecher von Leon ist tot. Von Leon Kennedy. Das ist natürlich immer traurig. Oh, ich hätte gehofft, die sammeln ein bisschen mehr Gold, während ich weg bin, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der geringen Geldmenge, die wir haben. Aktuell. Aber gut. Was ist denn mit den riesigen Geldbergen passiert, die ich gar nicht mehr in die Tasche stopfen konnte, weil wir so super reich waren? Ja. Weg sind sie. So, jetzt ist die Frage. Wir könnten jetzt nämlich tatsächlich mit unserem Schiff wegsegeln. Ich würde mir aber natürlich vorher unbedingt gerne... Was ist denn, wenn ich hier ein Geld ausgebe? Ach so, dann baue ich eine kleine Mauer. Das hätten wir nicht sparen können. Die habe ich nicht gesehen. Ich will mir aber erst auf jeden Fall den Geldbeutel vollstopfen, bevor wir irgendwo anders hinsegeln. Ich kann auch irgendwie Ritter mitnehmen auf meinem Boot, aber ich weiß leider nicht mehr, wie es genau funktioniert. Schade. Okay, eine Moonwalk ist das nicht wirklich. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Scheiße ist es. So. Jetzt haut mal bitte hier kaputt. Und ich werde jetzt trotzdem nochmal versuchen, ein paar Bäume zu fällen und vielleicht die Grenzen zu erweitern in die Richtung. Wenn der Weg bis zum Portal nicht so weit ist, dann kommt uns die Invasion nicht in die Quere. Das wäre ziemlich gut. Müssen wir schauen, ob es irgendwo einen guten Platz gibt. Nicht so richtig, richtig gut, leider. Und ich befürchte, die Bäume da hinten wollen sie nicht mehr fällen. Soweit gehen sie wahrscheinlich nicht. Da kriegen sie Angst. Zu Recht. Aber ich werde es versuchen. Na, schauen wir mal. Wäre natürlich super, wenn wir die Grenze hier direkt vors Portal verschieben könnten. Das wäre genial. Tutorial Geist, jetzt mal ehrlich, wir müssen mal unter vier Augen reden. Du kannst nicht dauernd, wenn ich meinen königlichen Diensten Aufgaben hier nachgehe, kommen und mir irgendwas von Geldspeichern erzählen. So geht das nicht. Ich muss mich um die Sicherung unserer Grenzen kümmern. Und den Baum lassen wir stehen anscheinend. Okay. Wir wollen wahrscheinlich erstmal die gefährlichen Bäume hinter sich bringen. Ist eigentlich eine ziemlich gute Idee sogar, solange es noch hell ist. Haut ruhig erstmal die Bäume um, solange es noch geht. Ich glaube, hier ist leider kein Erdhügel, auf dem wir eine Mauer errichten könnten. Steine für Türme wären hier, glaube ich, sogar. Wenn die Bäume gefällt sind, dauert es übrigens zu erklären immer ein bisschen, bis sich dann quasi der Wald wirklich zurückzieht.
Das dauert jetzt ein bisschen, bis ich hier wirklich bauen kann. Solange im Hintergrund noch Büsche und Bäume sind, ist hier quasi offiziell noch Wald. Je mehr Bäume ich im Vordergrund fälle, desto schneller und stärker zieht sich das zurück. Hier hat man gerade gesehen, wie welche wegpurzeln. Hier könnte ich tatsächlich einen Turm bauen, immerhin. Das wäre ein Turm schon fast in Belagerungsreichweite. Heute Nacht nicht mehr. Das wäre jetzt für meine Handwerker ungesund. Ach komm, jetzt wo du schon da bist, fäll die Bäume noch schnell. Komm, bitte. Mach das. Halt sie noch kurz auf. Ach, Mist. Ja, jetzt müssen wir uns zurückziehen. Das hilft nichts. Genau. Ich glaube, ich habe nicht genug Gold für alle dabei. Das sind ein bisschen zu viele. Nee, okay. Ja, schade. Ah, ich peitsche immer in die falsche Richtung, Mensch. Lauft! Mist! Mist! Schlechtes Peitschen-Timing! Hier wäre wenigstens ein kleiner Verteidigungssturm, den ein bisschen dezimieren kann. Mein Hirsch hat keine Ausdauer mehr. Ganz schlecht. Ganz ungünstig. Eispeitsche. Okay. Zumindest haben sie es wieder nach Hause geschafft, ein paar. Und ein bisschen Geld haben wir auch wieder. Okay, morgen früh. Ich muss sofort los. Ich hoffe, ich habe jetzt noch Handwerker. Ich hoffe, sie sind nicht alle jetzt gestorben. Das wäre doof. Weil jetzt muss sofort da draußen der Turm errichtet werden. Der ganz an der Ecke. Kriegst eine Münze. Halt, ist das eine Mauer? Das ist eine Mauer. Schieben wir die Grenzen mal hierher. Schritt für Schritt. Von da aus können wir dann Türmchen bauen. Türmchen bauen. Das wird toll. Ach, das Spiel mag ich wirklich. Das ist echt cool. Ich hatte schon damals, als ich das neu entdeckt habe, echt Spaß damit. Und jetzt umso mehr. Aber dieser Tutorial-Geist, der ist doch sonst nicht so. Der spinnt irgendwie. Okay, da kommt irgendwie kein Handwerker. Ich habe schlimme Befürchtungen, was unseren Handwerkerbestand angeht. Möglich, dass jetzt alle weg sind. Dann sollte ich vielleicht mal aus dem anderen Dorf gegenüber auch mal wieder welche rekrutieren und Hämmer in Auftrag geben. Das machen wir jetzt auch. Ah, das sind schon wieder zu viele Münzen. Ah, da fallen sie. Verdammt. Ah, da kommen welche. Ihr seid ein bisschen spät dran, ey. Ich weiß nicht, das ist jetzt keine gute Idee, jetzt noch eine Mauer zu bauen, ehrlich gesagt. Aber gut, hilft dir nichts. Der Statthalter. Nimm ganz viel Münzen, dann gibt der Tutorial-Geist vielleicht endlich Ruhe. Hack sie in unser Schlösschen. Da. Ich befürchte, dass die Handwerker jetzt irgendwo ganz weit draußen sind, während die jetzt kommen, oder? Das ist echt blödes Timing. Kann ich jetzt leider auch nichts machen für die. Ach, Handwerker, lauf doch nach Hause. Mach das doch morgen, bitte. Lass dich doch jetzt nicht umbringen für nix. Hat doch keinen Sinn. Wo kommst du denn her? Warst du Holzfällen oder was? Oh Mann, ey. Das gibt's ja nicht.
Die sind so doof. Verdammt, haben die mich jetzt getroffen. Das war teuer. Das war schmerzhaft. Da hat einer eine Maske. Die mit den Masken sind super schwer wegzukriegen, tot zu kriegen. Come on. Haut doch ab jetzt. Hier, nimm noch eine Münze. Wenn das die Invasion war, dann hau ab mit der blöden Münze. Wenn ich ein bisschen Glück habe, erwischt der Bogenschütze noch ein paar beim Flüchten. Hat er anscheinend sogar tatsächlich. Cool. Guter Bogenschütze. Gut, dass der hier steht. So, Handwerker, jetzt könntet ihr wieder kommen, bitte. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt da. Mensch, das wäre gut. Lokuxi. Oder Loki, der 13. Hallo. Danke fürs Followen. Und willkommen. Wie geht's dir eigentlich jetzt nach dem ganzen Resident Evil 3 Stress? Bin ehrlich gesagt echt ziemlich ausgelaugt und ausgebrannt ein bisschen. Fällt mir gerade echt schwer, wirklich produktiv zu arbeiten. Aber es wird schon. Das wird schon wieder. Das waren jetzt wirklich ein paar Wochen, in denen ich sehr viel Arbeit und Stress hatte. Also, habe ich mir natürlich selber gemacht und so, ist eh klar. Habe ich ja freiwillig getan. Aber es war schon echt viel. Alles möglichst schnell spielen und möglichst schnell die Szenen sammeln und möglichst schnell an neue Informationen kommen und mir interessante Themen überlegen und die Videos raushauen ohne Ende. Und es hört natürlich nicht auf. Ich meine, jetzt wird es ein bisschen leichter, aber geht natürlich immer weiter. Immer weiter. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ich bin super froh, dass ich mit YouTube tatsächlich meine Miete bezahlen kann und davon leben kann. Auch wenn ich nicht reich werde damit, das muss ja auch gar nicht sein. Komme ich um die Runden und das ist super awesome. Insofern gibt wirklich Schlimmeres. Jetzt haben wir echt ein Problem, weil hier jetzt so eine windige kleine Mauer steht. Ich werde versuchen, die jetzt vielleicht noch wenigstens eine Stufe abzugraden, weil bis die Soldaten hier sind, ist die Mauer schon gefallen und dann stehen meine ganzen Bogenschützen mitten im Nix und gleich fällt ein riesiges Herz ins Glas und es gibt eine Herzexplosion. Wusch! Wettenglas ist awesome. Ich meine, gleichzeitig ist sowas immer cool, weil natürlich der Release von einem neuen Resident Evil oder einem neuen Fallout oder so auch einem neuen Spiel, das mich wirklich interessiert, natürlich auch viel, wie soll ich sagen, es fällt mir, also teilweise muss ich wirklich lange überlegen und tief recherchieren, bis mir neue Themen einfallen, die interessant sind. Und da kommt halt natürlich gleich mal so eine Flut an neuen Möglichkeiten, die man hat. Das ist natürlich schon cool. Hast du mal schon eine Lore zu The Last of Us gemacht? Nee, da habe ich noch kein Video dazu gemacht, das stimmt. Zum Release von The Last of Us 2 werde ich das aber natürlich machen. Da werde ich schon ein paar Videos vorbereiten. Ich glaube, das wird so das nächste Spiel, das erstmal wieder stressig wird. Okay, Pikiniere, jetzt müsst ihr echt durch die Mauer durchpieksen, bitte. Irgendwie pieksen die nicht durch die Mauer durch. Irgendwie sind die bekloppt. Irgendwie fällt die Mauer gleich. Okay, wartet, ich kann euch ein bisschen Zeit verschaffen. Bogenschützen. Weil irgendwie sind leider die Pikiniere kaputt. Ich weiß nicht, was mit denen ist. Die haben keinen Bock. Aber es funktioniert echt ganz gut. Also das Einfrieren ist mächtig. Stehen die so dicht vor der Mauer, da werden meine Bogenschützen nicht hinschießen können. Das ist schon ein ungünstiger Winkel. Mist. Ah, einer hat's wieder erwischt. Sehr gut. Jawohl. Ja, danke. So, komm her. Eine Münze für dich. Eine Münze für dich. Ist hier jemand? Ja, da.
Ich könnte die Mauer hierher verschieben und genau das mache ich. Das ist super. Hier die Mauer, da ein Verteidigungsturm. Wir können fast unmittelbar vor dem Steg... Moment mal, hier ist noch gar nicht der Steg. Ach so, doch. Können wir eine gute Verteidigung aufbauen. Das ist ziemlich spitze. Das machen wir. Ja gut. Hast du nicht reicht wirst, ist ja nicht gesagt. Mit den Videos, die du raushaust, erhöhst du die Chance, dass dein Kanal durch die Decke geht. Ist wie im Lotto spielen. Ja, da hast du wirklich recht. Also immer im Verhältnis zu der vorherigen Größe betrachtet, hatte ich ja in den letzten 3 Jahren 2-mal im Grunde mindestens so hochs. Eben, das waren meistens wirklich einzelne Videos, die total durch die Decke gegangen sind. Es sind jetzt insgesamt eine Handvoll Videos, die über 100.000 Klicks haben, teilweise sogar über 200.000, glaube ich, mittlerweile. Und die sind für einen kurzen Zeitraum total explodiert und das hat natürlich allen anderen Videos und dem Kanal insgesamt einen riesen Zuwachs gegeben. Und das war wirklich ganz am Anfang von quasi 0 Zuschauern, von 0 Abonnenten oder einer Handvoll Bekannter auf 1-200. Und dann ein paar Monate später von ein paar hundert auf ein paar tausend. Und dann gab es nochmal von 10 auf oder von 20 auf 30.000 oder sowas. Auf jeden Fall da nochmal einen gewaltigen Boost. Und wie du schon schreibst, das ist wirklich auch sehr viel Lotto spielen. Man haut einfach sein Zeug raus und hofft, dass der Google-Algorithmus mal wieder gnädig ist und ein Video irgendwie empfiehlt. Ganz viel. Und natürlich sollte der Content nicht total crappy sein, ist eh klar. Aber grundsätzlich ist es sehr viel Glück. Und ich hoffe, dass auch der nächste Boost bald wieder kommt. Wäre schon cool. Natürlich. Wirst du die Videoreihe mit den Skyrim-Geschichten eigentlich fortsetzen, wenn ich fragen darf? Könnte ich, hätte ich. Theoretisch wäre das vielleicht ganz cool, oder? Aber es... weiß ich nicht. Ich suche tatsächlich nach einem Format von so ganz kleinen Special-Videos, dass ich wirklich wieder wie früher auch jeden Tag in der Woche ein Video machen könnte. Aber das müsste wirklich ein sehr kleines Mini-Format sein, damit ich dann an den Wochenenden eben so große Specials machen kann. Ich würde es gern kombinieren, weil ich habe eine Zeit lang versucht, zu viel Videos rauszuhauen und dadurch wurden die Videos sehr kurz und nicht mehr so umfassend, nicht mehr so interessant. Und da würde ich gerne so einen Kompromiss finden. So große Videos am Wochenende, kleine Mini-Videos unter der Woche, Specials. Da wäre natürlich sowas wie Bücher aus Skyrim oder auch aus dem Witcher-Universum einfach vorstellen, schon geeignet. Das könnte ich mir durchaus eben so als Mini-Specials vorstellen. Vielleicht gar keine blöde Idee. Also vielleicht könnte ich mir echt vorstellen, dass man das in dem Rahmen wiederbelebt, das Ganze quasi. Puh, mit der Eispower und den Pikinieren haben wir es echt geschafft, die Mauer zu halten. Hätte ich gar nicht gedacht, das ist cool. Dann haben wir hier nämlich echt eine gute Position. Dann baut das bitte mal aus. Wo lauft ihr denn bitte hin? Hoffentlich ist bis nächste Nacht das Katapult schon da.